heute. Diese komische Farbenzahl, die bedeutet unser Schleichmodi. Grün, er sieht uns nicht. Gelb, er könnte uns vielleicht sehen. Und rot heißt Gefahr, er kann uns sehen. Oder fast. Yeah, jetzt geht's los, die Schlägerei. Rangheber, wir haben eine Waffe. Unsere erste in diesem Spiel. Auch wahr. Ja, stimmt. Ja gut, die erste Waffe sind eigentlich und bleiben die Fäuste. Wenn man es so sehen will. Alles klar. Spring runter. Way. Oh ja, jetzt kommt die Szene. Heimlich töten. Wird auch noch wichtig sein. Seht ihr? 100 und rot. Er könnte uns bemerken. Aber da das Tutorial ist. Du hast jetzt Sabat getötet. I'm not sure what's going on. Sounds like the Sabat's getting scattered. I'm gonna keep an ear to the ground. Be careful going forward here. Ja, ja, ja. Je mehr, desto besser. Na, super, mal wieder die Arschkarte. Ah ja. Bluterhöhung. Okay. Brauchen wir hier nicht. Noch nicht. Disziplin, Seelenstärke. Sobald wir Seelenstärke aktiviert haben, bekommen wir Absorptionsbonus für Nahkampf, schwerhaltbaren Schaden und so weiter. So merkst du das. Du musst ihn aber umbringen. Saug den her, wenn's geht. Autsch. Ups, wir sollten was anderes mit dem machen. Ja, und zwar Seelenstärke aktivieren und dann ihn bekämpfen. Dann tun wir das, du Kleine. Autsch. Geh doch. Absorptionsbonus. I think they're clearing out. No need to go stirring up the hornet's nest till we know the score, though. Head through here. Come to an elevator around the way. Meet you there. Don't let them catch you. Alles klar, mach mal auf. Gestaltwandel. Ja, jetzt kannst du loslegen. Autsch. Autsch. Ha. Da geht's nichts mehr. Oh ja, jetzt kommt das. Durchschleichen. Wenn er mit Raben danach beschäftigt ist. Was denn? Das sieht uns doch nicht. Ups, okay. Er sieht uns nicht. Nein. Okay, auf ein neues. Aktivieren. Durchrennen zur Tür. Oh, er ist nämlich abgelenkt. So, jetzt sind. Oh, jetzt kommt die Scheiße. Ablenkungsmanöver. Werden wir ab und zu mal aufbrauchen. Ich glaube, das war's. Oh Gott.
Nein, nicht hergucken, nicht hergucken. Verschwind, verschwind, verschwind. Geh zur Tür, geh zur Tür. Geh zur Tür. Hat denn jemand Angst? Geh zur Tür. Wow, geschafft. Fucking humans. Gangbangers protecting their turf, huh, man? I'm here thinking it's some mob moving up in here. The fucking locals are about to take one for the hood. Yeah, they probably seen too much. Here, take this 38. Fucking pea shooter, but she shots it and take down a human. Danke. Well, I'm gonna want it back, so don't go die and lose it. I don't use guns much. They're noisy, they're clumsy, practically useless against vampires, but still, the kindred's gotta keep up with the times. And in modern day Los Angeles, that means coming strapped. Das stimmt. Well, yeah, some are more lethal than others, of course. Watch out for those shotguns. Oh, ich freue mich schon auf meine Lieblingspistole. Okay. Wir haben eine 38er. Ein Erbsengewehr. Da in der Kiste hat übrigens noch Ding, wie heißt es? Munition. Ja, wir sind nicht so gut mit Fernkampf. Wir sind noch nicht so gut im Fernkampf, deswegen schießen wir auch. Fernkampf ist ja auch nutzlos. Ja klar, aber du musst einen Schuss abgeben, lass mal. Jetzt, du kannst weiter. Du kannst weiter. Closed. Ich würde sagen, du füllst das Blut ein bisschen auf. Geht nicht. Doch. Willst du etwa cheaten? Nein. Aber gleich kommt die Straßengang. Und die kannst du leer söffeln. Da ist einer, den kannst du leer söffeln. Ein bisschen schlicker. Autsch! Au. Da das hier ein Kampfgebiet ist, dürfen wir ihn auch leer trinken. Genau, erkennbar an der schönen Pistole. In einem Kampfgebiet gibt es keine Entschuldigung. Aber den Baseballschläger kannst du trinken. Wow. Ja. Deine Augen, sieht man doch, woher der Geschoss kommt. Ich mach wieder hier meine Sonnenbrille putzen. Ja, Kampf ist nicht die einzige Lösung. Wir können mit Blau eine Überredungskunstantwort geben oder verführen. Oder wir können sie einschüchtern. Aber ich kenne jemanden, den können wir locker einschüchtern. Das war's? Es ist alles vorbei? Oh Gott, geht das also immer so? Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. In L.A., these are the new kids on the block. There's already plenty of kindred at stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. You got a cab to catch. I was hoping to fill you in on a little bit more, but hell, you'll figure it all out. If you make it back, stop in at the last round. It's a bar downtown here. I'll fill you in on the politics.
Now that's the stuff that'll kill you. Good luck. Wey, wir haben 2 Erfahrungspunkte erhalten. Die können wir ausgeben, um unsere Statistik zu verbessern. Sei es Körperkraft oder alles Mögliche, was wir brauchen.